2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Willkommen zu der wahrscheinlich zweitletzten Sendung in diesem Jahr. Ich habe gerade noch etwas gelernt. Das Licht, das wir hier im Studio haben, ist 4500 Kelvin, Gabriel Digame. 4500 Kelvin. Lauwarmes Licht passt irgendwie zu mir. Der erste Punkt heute, Ambri. Sehr erfreulich gewesen, wieder am Samstag, muss man sagen, Samstag, ja. Ein bisschen durcheinander mit den Daten im Moment. Spatenstich für die neue Valaschen und nachher ein Sieg gegen die SCB. Mary Poppins würde sagen, und jetzt kommt Supercalifragilisticexpialidocious, also hoch erfreut, wunderbar, super, was die dort abliefern. Klar, sportlich sowieso, aber die Hallen, die brauchen es für die Zukunft. Und der Spatenstich ist jetzt mal ein erster Schritt. Es gibt natürlich zweifelnde Stimmen, die sagen, bis die mal gebaut ist, die Halle dauert es eine Weile, aber es dauert überall ein bisschen länger in der Schweiz. Selbstjustiz in der National League sehen wir ab und zu wieder, dass ein Spieler entschließt, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen. Ist nicht unbedingt falsch, wenn man sich prügeln will, okay, das gehört dazu. Bei dem Check, den wir hier sehen, Noro gegen den Kenins von Lausanne, korrekter Check, entschied sich das so entschieden. Der Kenins hat sich dann entschieden, zum Gesetz ein bisschen in die eigenen Hände zu nehmen, hat Prügelei gestartet. Was nicht geht, ist, dass nachher der Noro auch 5 Minuten Strafe kriegt. Der Kenins kriegt zwar eine Matchstrafe, aber es sollte sich auch so niederschlagen auf der Anzeigetafel, dass die eine Mannschaft nachher einen Vorteil hat, weil wer die Prügelei anzettelt, der muss mit mehr Konsequenzen rechnen. Also da müssen sie nochmal über die Bücher im Strafenkatalog. Herr Huber aus Cham schreibt mir wieder einmal, fragt, ob die EVZ in diesem Jahr schon 2 Titel gewinnen kann. Weiss ich auch nicht, Kristallkugel habe ich nicht gesehen, aber gut aus. Im Göpp sind sie dabei im Finale. Die Meisterschaft sieht auch gut aus, der Trainer macht einen sehr guten Job. Man sieht Strukturen im Spiel, man sieht eine Handschrift. Möglich ist alles. Wieso nicht jetzt schon zum Beispiel den Meistertitel holen, bevor dann der Giannoni und der Hoffmann da sind und der Jerome Bachhofner noch, wo dann der Druck ganz gross wird. Also die Möglichkeiten haben sie sicher. Was passiert, werden wir sehen. Aber einen guten Job gemacht. Zwei Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.